Hallo und herzlich willkommen mal wieder zu einer neuen Runde Fußballmanager 2017 mit Hansa Rostock und unser heutiger Gegner ist Rot-Weiß Erfurt. Hier sehen wir nochmal unsere Aufstellung. Haben wir beim letzten Mal schon so behandelt. Da sieht es nicht so gut aus hier. Aber wir gehen mal in die Partie hinein, würde ich mal sagen, ne? Und natürlich im Textmodus, wir sind viel besser drauf derzeit. Form sind wir unschlagbar, derzeit Saison besser sind wir auch besser. Bisher sind wir besser. Und von der Stärke sind wir auch 31 Punkte besser. Gebt euer Bestes hier heute. Und natürlich von Anfang an drauf gehen und da wird die Partie angepfiffen von Malte Willgruber, der ein Feigling ist. Und wir haben hier ein richtiges Schmuddelwetter. Und in der sechsten Minute gleich mal die gelbe Karte für Jens Möckel nach einem taktischen Foul. Und daher selbstverständlich die gelbe Karte für den Innenverteidiger von Erfurt. Die ersten 10 Minuten passiert sonst nichts weiter. 11. Minute dann die Chance für Erfurt. Das ist eine gute Chance. Diagonaler Ball von Menz in den Rücken der Abwehr. Wo Chai steht frei, scheitert aber aus 8 Metern. Anschluss, Mann. Marcel Schuhn. Und ich will, dass wir hier wieder drauf gehen, weil bis jetzt haben wir noch nichts gebracht. Und jetzt 18. Minute die Chance für Erfurt. Ein gefällig vorgetragener Angriff von Erfurt. Dann aber Camelot mit einem unkonzentrierten Abschluss, der nur zu einem Abstoß führt. Und 20. Minute die erste Chance für uns. Das ist eine kleine Chance. Sehenswerte Kombination von Krause weiter auf Andres. Der Rostocker probiert es einfach mal aus 21 Metern und trifft über den chancenlosen Teuton weg ins lange Eck. 1:0 Stefan Andres. Sein erstes Tor, die dritte Vorlage schon von Krause. Und in der 22. Minute wieder die Erfurter mit einer guten Chance. Erb schaltet sich da entschlossen in die Angriffsbemühungen von Erfurt ein. Der Pass landet bei Benamar, der zunächst Hoffmann eine Art. Und dann wird Chai steil schickt. Dieser scheitert jedoch an Marcel Schuhn. Dennoch schöner Angriff. Sauber. Zum Glück haben wir so einen starken Torwart da hinten drinne, der sich auch die 2,0 bis jetzt verdient hat. Und 37. Minute wieder eine Chance für uns, eine gute sogar. Eine sehr gute, sogar eine riesen Chance hier. Ziehen wir mit einem unglaublichen Schuss aus den 10 Metern. Wie ein trockenes Blatt vom Baum fällt der Ball da hinter den Torwart ins Tor, ohne dass der Keeper eingreifen konnte. Voller Cessa nennen die Brasilianer das trockenes Blatt. Hoffmann hatte zuvor gut steil gepasst. Sauber. 5. Tor von Marcel Ziemer, der ist einfach krass drauf und zeigt es mal wieder. Jetzt, wo Chai lässt einen langen Ball von der Brust abtropfen, dreht sich und schießt ohne vorher aufs Tor zu schauen. Starke Aktion. Doch Schuhn ist auf dem Posten. Stark. 41. Minute wieder wir. Gute Chance. Garaski nutzt einen Stockfehler von Menz und steht frei vor Dormaschke. Er will zurücklegen auf den wartenden Zawada, aber oder rettet im letzten Moment zur Ecke. Und der Zawada ist derzeit nicht mehr so gut drauf wie am Anfang der Saison. Auf jeden Fall jetzt Andres, der Torschütze zum ersten Tor. Aber Domaschka hat den Ball locker ohne Probleme. Und damit war es das vielleicht für die erste Halbzeit. Sieht ganz so aus. Es wird noch eine Minute nachgespielt. Passiert da noch was? Nein, erste Halbzeit ist vorbei. Wir gehen mit 2:0 in die zweite Halbzeit. Und das ist sogar schon sehr gut. Benjamina kommt für Zawada in die Partie. Jannicke für Gadowski. Und dann war es das soweit. Erstmal Presser kommt vielleicht nachher noch rein. So haben wir uns das vorgestellt. Schuhn, Superspiel. Dorda, Superspiel. Erdmann, Superspiel. Hoffmann, Superspiel. Gadowski, auch wenn du jetzt rausgenommen bist, will ich dich trotzdem fürs nächste Mal motivieren. Ja. Dann machen wir das noch so. Und dann kann's in die zweite Halbzeit gehen. Wo wir natürlich wieder von Anfang an drauf gehen wollen. Jenicke jetzt für Gadowski in der Partie. Außerdem Benjamina für Zawada in der Partie. Der derzeit, wie gesagt, ein kleines bisschen enttäuscht im Vergleich zur Hinrunde. Anpfiff zweite Halbzeit. 48. Minute, kleine Chance für uns, eine
zwei Chancen. Domaschke muss den Kopf und Kragen riskieren, rettet aber in letzter Sekunde vor Gebhardt, der von Andres wunderbar steil geschickt wurde. Super mitgespielt von Domaschke, dem Torwart des FC Rot-Weiß Erfurt. Und die kommen jetzt mal in der 52. Minute mit einer Ecke durch Sebastian Tyrala. Camelot und Hoffmann steigen zum Kopfballduell hoch, aber Hoffmann kann sich da ohne Probleme durchsetzen. Schon muss nicht einmal eingreifen. Dann passiert erstmal minutenlang nichts. Wir wollen nochmal raufgehen hier. Alle Spieler sollen sich aufwärmen. Bei Erfurt kamen bis jetzt 60% der Angriffe über rechts. Benama setzt da jetzt schön nach und bringt Erdmann in Bedrängnis. Damit holt er immerhin einen Einwurf für Erfurt raus. 64. Minute, wo Chai läuft einem eigentlich unmöglichen Ball noch hinterher, schafft es, den Ball zu bekommen. Toller Einsatz bringt aber bei der Partie nichts. Und jetzt eine Chance für uns, aber wir wechseln nochmal. Andres kommt jetzt aus der Partie raus, presse nochmal rein für die letzten 22 Minuten. Andres schlägt den Ball flach nach innen, Domaschke ist da äußerst aufmerksam und sichert sich den Ball rechtzeitig vor Ziemer. Der Ball kam zu nah vors Tor, schade. Jetzt presse er für Andres in der Partie. Mal gucken, ob der nochmal ein bisschen Schwung hier in die Partie bringt. 68. Minute, kleine Chance für uns. Jennecke mit der Ecke, aber der ist eine ganz einfache Beute für Domaschke. Schade. Und 71. Minute, die nächste kleine Chance für uns. Ziemer bedient Gebhardt, der aus 20 Metern versucht, den Ball ins lange Eck zu schlenzen. Aber Domaschke ist auf der Hut. Schade. 71. Minute, er hat wohl den... Achso, der klärt zur Ecke, ja. Jennecke, die Ecke wird postwendend wieder aus dem 16er geköpft, aber der Ball kommt wieder zu Erdmann. Der täuscht an und trifft von schräg links den Pfostenabstoß. Schade. Aber genau so einen Einsatz wollen wir hier sehen. Schöner Schuss auf jeden Fall, Erdmann. Und jetzt ein Spielerwechsel bei Erfurt. Nicolau kommt für Tyrala an die Partie. Ah, das finde ich irgendwie ein bisschen dämlich. Der war jetzt so ein bisschen sozusagen der auffälligste bei denen. Und die vergangenen Minuten gehörten eindeutig uns. Und wir wollen auch weiter draufgehen, da wir haben jetzt hier das Spiel im Griff. Laurizio kommt jetzt für Meckel in die Partie. Oh, Tyrala war doch nicht so gut, wie ich ihn eingeschätzt hätte. Und Biber kommt für Camelot. Für Camelot. Der hat gar kein E in seinem Namen. Und mal sehen, was wir da noch in den letzten Minuten sehen. Wenn man weiß, wie sehr Stefan Krämer den Fußball liebt, dann kann man sehen, wie er hier leidet. 83. Minute, eine kleine Chance für uns. Freistoß von der rechten Seite. Benjamina bringt den Ball nicht an der Mauer vorbei. Der anschließende Distanzschuss wird von Altschwede, wird von Erb abgeblockt. Der Schuss kam von Altschwede. Und jetzt die letzten Minuten nochmal draufgehen. Passiert da nochmal irgendwas? Nein, es passiert nichts. Das Spiel wird pünktlich beendet. Wieder ein Sieg für uns. 2:0. Und Krämer hat den Verein wohl unterschätzt, also uns. Das war's mit der Partie. 2:0. Für uns geht die Serie weiter. Erfurt kriegt den nächsten Rückschlag. Zieh mir leider nur 3,0. Die Abwehr hinten super drauf. Presse mit 1,0 sogar zum besten Spieler geworden. Das ist super. Ist auch in der U17 von Deutschland. Spielt einfach grandios derzeit. 16 Jahre. Ist auch noch ewig hin, bis er 17 wird. Also das ist ein super Spieler, den wir da haben. Andres und Ziemer mit den Toren. Wiesbaden gewinnt schon wieder gegen Magdeburg, die damit von 4 auf 7 fallen. Nächster Gegner ist Magdeburg. Hoffen wir mal, dass wir denen die dritte Niederlage in Serie reindrücken können. Zweite Bundesliga, dann Union Berlin, leider nur 6. Schade. Da habe ich ja jetzt meine FIFA 17 Trainerkarriere gestartet. In der ersten Liga Bayern, nur 3., hat ja heute in echt 4-1, glaube ich, gewonnen gegen Bayern. Ne? Ich habe die letzten 2-3 Minuten nicht mehr gesehen, aber ich denke nicht, dass da noch großartig was passiert ist. Da stand es auf jeden Fall 4-1. Nord, vielleicht noch irgendwas Interessantes? Nein. Nordost, auch nichts Interessantes. Graues Cottbus, nur 2. Teamleistung, heute mal wieder die beste Mannschaft. Und wir sind jetzt endlich mit Wiesbaden gleichgezogen. Presse weiter super drauf. Bischof auch gut. Den bekommen wir ja bald.
Hat mich auch gefreut, dass er das 1-0 beim Sieg gegen Duisburg geschossen hat. Schnellbacher, auch ein grandioser Spieler beim Fußballmanager immer. Ja, bester Spieler. Zimmer konnte wieder ein Tor gut machen. Gefällt mir natürlich auch. Und wir sind nicht gerade bei den festen Mannschaften der zweiten Liga dabei. Also Fairness ist nicht so unser Ding in dieser Saison. Privater Bereich machen wir wieder Übungsstunden, Sponsoring mache ich später. BMW und 1&1 und Tyson Krupp. Oh, Presse 18er Form, genau so wollen wir das sehen. Nice. Können wir ihm schon wieder ein Vertragsangebot schicken? Nein, er ist immer noch sauer. Das ist das einzige Problem, was wir mit ihm haben. Der ist immer noch sauer auf uns. Gut, können wir es nochmal mit Platje versuchen? Nein, der lehnt auch ab. Ansonsten gucken wir mal, wie die zweite sich anstellt. Haben die noch irgendwann irgendwen, wen man unbedingt rein muss? Ja, den. Stefanovic müsste doch DM können, ne? Ja, okay, dann machen wir das so. Noch irgendwer? Nein. Mal gucken, wie unsere zweite uns sich jetzt anstellt. Die verliert 1-3 gegen Altgenicke. Baines wechselt von Everton zu Tottenham. Hector von Schalke? What? Jetzt am Anfang der Saison von Köln gekommen und wechselt gleich wieder für 16 Millionen weiter zu Leverkusen. Dann kein so wirklich interessanter Wechsel mehr. Hier kriegen wir wieder dieses Tipps-Ding. Blödsinn, Scheiß, Dreck-Dings. Und da ist auch schon das Spiel gegen Magdeburg. Englische Woche auch noch. Nice. Mal gucken. Bülbül fällt aus, hat sich bei dem Spiel wohl verletzt. Scouting abgeschlossen. Ah, diesmal nichts so wirklich Interessantes dabei. Sponsorenpyramide. Haben wir jetzt auch noch Bad at Home dazu gekriegt. Dann fürs nächste Mal irgendwas hier. Wie ist Presse da? Machen wir das so beim nächsten Mal. Weil die RMs derzeit so ein bisschen enttäuschen. Benjamina darf das nächste Mal von Anfang an ran. Schuhen. Sagen wir natürlich wieder, dass er super trainiert hat. Oh, der ist jetzt richtig genial drauf. 70 durch die Form. Hat an sich 66 plus Moral 4. Wenn er jetzt noch von der Form noch weiter ansteigt, wird er richtig krass. Super Torwart einfach nur. Gebhardt müssen wir natürlich sagen, dass er super trainiert hat. Andres auch. Oh, hier haben wir richtig viele, mit denen wir noch kaum gesprochen haben, die super in Form sind. Das gefällt mir. Die können wir nämlich schön loben, dann pushen wir auch noch deren Moral. Da sagen wir, das ist super letztes Spiel. Dora. Krause oder Ali? Krause oder Ali? Machen wir mal Krause. Ali lobe ich dann beim nächsten Mal. Wie sieht's von der Moral aus? Leider nur einer mit blauen Sternchen. Ja. Das war's denn soweit. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid, wenn ihr konstruktive Kritik in die Kommentare schreibt. Und dann vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euch noch wunderschöne Tage. Ciao.